Schönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Schauen wir mal, was der Tag so bringt. Ich hatte gerade eben eine Niesattacke. Deshalb höre ich mich jetzt so an. Ich hoffe, dass es jetzt vorbei ist. Wenn ich nicht ständig nochmal niesen muss. Okay, wir gucken, was der Tag so bringt. Also, wir sehen hier eine mögliche Veränderung. Die kann mit einer Person zu tun haben, die kann mit dem Thema Vertrauen haben, eigene Größe, Leben zu tun haben. Es kann auch sein, dass du hier eine wichtige Person, eine bewusste Veränderung mit auf den Weg gibst. Mag sein, dass es hier um eine Herzensangelegenheit geht oder irgendetwas, was dir vielleicht, dass dich in der Liebe stark beschäftigt. Oder auch eine Situation, die du bereit bist, mit Liebe zu lösen oder dein ganzes Herzblut mit drin haben möchtest. Ja, in der unterbewussten Ebene haben wir hier das so liegen, dass ich sehen kann, dass es Hindernisse gibt. Die können jetzt mit der Herzensangelegenheit speziell zu tun haben, mit einer Person oder aber mit dir selber. Und ich sehe, dass du in der jüngeren Vergangenheit oder wir hier schon irgendwie eine Situation gehabt haben, die sich im Kleineren zum Positiven gedreht hat. Es kann hier sein, es handelt sich um einen partnerschaftlichen Aspekt, dass du zum Beispiel mehr Leidenschaft in der Beziehung wieder bekommst, ja, dass man wieder friedlicher aufeinander zugeht. Hier besteht aber durchaus auch die Möglichkeit, dass eine Person dein Herz erobert. Oder, weil der Bär hier ist, auch eine Person aus der Vergangenheit vielleicht nochmal auf dich zukommt. Das sind mir hier zu viele. Die nähere Zukunft bringt uns hier, was soll ich sagen, irgendwie scheint ein emotionales Hindernis da zu sein, das sich auch auf die Zukunft nochmal auswirkt. Es kann auch sein, dass du hier eine bestimmte Situation mit so einem Gefühl des Blues anguckst, ne? Dass du dir unschlüssig bist, dass deine Intuition sehr mit dir spricht. Und gleichzeitig ist der Mond doch die Karte auch des Erfolges. Ne? Vielleicht ist es hier so, dass man so eine emotionale Sache gut überwinden kann. Die kann mit der Liebe zu tun haben, eine Aussöhnung mit der Vergangenheit, eine neue Liebe mitbringen. Man muss hier nur aufpassen, dass man sich nicht selber im Weg steht, ne? Dieses Thema hat was mit Treue, Loyalität zu tun. Vielleicht verhältst du dich hier auch sehr freundschaftlich. Es ist ja auch wichtig, dass du dir selber treu bleibst bei deinen Dingen. Also, dass du, wenn du Veränderungen hier reinkriegst, dass du da nicht sagst, okay, das nehme ich jetzt halt so an und ich biege mich ein bisschen hier und hier, sondern dass du dir da schon treu bleibst. Und wenn sich etwas nicht stimmig anfühlt, dann ja, lass es nicht zum Hindernis werden für später. Du wirst gesehen von deinem Umfeld. Es kommt auch darauf an, wie nimmt man dich wahr, wie nehmen dich andere wahr. Es geht darum, Emotionen zu zeigen, Emotionen nach außen zu transportieren auch. Also dieses Zeigen, wie es wirklich in einem aussieht, anstatt aus seinem Herzen so eine Grube zu machen. Die Hoffnungen und Ängste. Einsteils ist da vielleicht dieses Gefühl, man könnte sich ein neues Kapitel im Leben eröffnen.
Hier dringt sehr viel Unterbewusstes an die Oberfläche und hier bist du unter anderem auch mit deinen eigenen Emotionen sehr konfrontiert. Zugleich ist es eine Chance, ein Hindernis aufzulösen. Möglicherweise hast du aber auch so, ja, Angst vor Neuem, vor einem neuen Kapitel. Oder du sagst dir vielleicht, da läuft viel im Verborgenen ab. Deshalb ist es hier auch wichtig, die Emotion nach außen zu transportieren. Wir haben die Fische. Okay, es sind zwei Szenarien möglich. Unten haben wir den Fuchs. Hier fühlt sich etwas nicht stimmig an. Wir haben das Buch dabei. Hier kann es um Dinge gehen, die im Verborgenen liegen. Zwei Dinge. Erstens besteht hier die Möglichkeit, sein emotionales Feld zu klären. Das mag hier schon, sorry, eine Person sein, die nennt sich tatsächlich Seelenpartner, ja. Da fühlt man sich sehr stark hingezogen. Da gibt es Aspekte, die gemeinsam als Lernaufgabe gelten. Spiegelungen, Spiegelblicke, Hindernisse. Trotz allem habe ich das Gefühl, dass man hier sehr gut seine Seele wieder in Einklang bringen kann. Das sieht so aus, als würde man hier über seinen Schatten springen. Das, was falsch ist, diese Verstrickung, ja, es kann auch sein, dass es hier um etwas geht, wo sich eine dritte Person eingemischt hat, oder wo es angedichtet wurde, dass ich das klären kann. Andere Möglichkeit, du hast hier eine Situation, die mit Geld zu tun hat, mit finanziellen Hindernissen, vielleicht auch mit Ausgaben, mit denen du nicht gerechnet hast oder wo du jetzt dabei bist, Umwege zu finden. Und wir haben hier tatsächlich eine Person, die dir hier verhelfen kann, einen Weg zu finden, finanzielle Dinge zu klären und auch in die positive Veränderung zu kommen auf längere Frist mit dem Thema Geld. Fokussiere dich auf die höhere Wahrheit. Das passt ja sehr gut, denn wenn wir den Mond haben und die Intuition und das, was wir nicht sehen, das, was vielleicht im Innern schwingt, in der Stille, wo dir auch die Zeit mitbringt, dass ein Ausgleich stattfindet, wofür irgendetwas die Zeit auch abgelaufen ist. So fokussiere dich darauf, was hinter der Fassade auch ist. Also hier haben wir ja das Buch, das Unausgesprochene. Und das ist jetzt wieder toll, denn hier haben wir Unlock Your Heart. Also öffne dein Herz wieder. Hier haben wir es. Ja. Sei dir bewusst, was die Dinge wert sind, was du wert bist. Ob das jetzt eine neue Liebe ist, eine Aussöhnung mit der Vergangenheit. Ein Schatten, der sich dir zeigt, der mit dem Thema Wert, Selbstwert zu tun hat. Es geht darum, wieder aufzumachen. Und man sieht eben als Ausgangspunkt eine Person, die hier tatsächlich einen Funken Veränderung auf einen kurzen Weg reinbringt. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.